Sehr geehrter Herr Degendorfer, es freut mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, um unsere Zusammenarbeit zu reflektieren. Bitte stellen Sie sich, Ihr Unternehmen und Eure Leistungen kurz vor. Ja, vielen Dank, Herr Mack, für die Möglichkeit, auch für die Zusammenarbeit. Mein Name ist Klaus Degendorfer, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Kotflügel GmbH. Wir sind im Softwarebereich tätig, das heißt, wir entwickeln App- und Weblösungen, Augmented Reality, Virtual Reality-Lösungen für die Industrie und die Baubranche. Jetzt seit über 12 Jahren mit großen, erfolgreichen Kunden. Und wir gehen den Weg, dass wir sagen, wir haben einen User-Centered Design-Ansatz. Das heißt, in einem gemeinsamen Workshop starten wir in einem Projekt, wo wir wirklich den Kunden bestmöglich verstehen wollen, die Problemstellung, die er hat, und dann quasi eine gezielte Lösung für ihn entwickeln. Und das Ziel ist immer, dass der Endanwender im Fokus steht. Jetzt sind Sie ein hoch erfolgreiches, junges Unternehmen. Was war Ihre Motivation, mit mir als Netzwerkpartner vom Team Vertriebserfolg mit der Vertriebspotenzialanalyse im ersten Schritt zu starten und dann noch weitere Wege in der Zusammenarbeit zu gehen? Ja, also wie gesagt, wir haben eigentlich unser komplettes Geschäft über die Projekte Jahr für Jahr weiter ausgebaut und erweitert. Und durch diese Kundenzentriertheit sind wir eigentlich zu immer größeren, bekannteren Kunden gekommen und haben eigentlich den kompletten Umsatz über Bestandskunden und über Empfehlungen gemacht und sind quasi mit unseren Bestandskunden mitgewachsen. Was wir allerdings nie komplett in die Umsetzung gebracht haben, war wirklich eine strukturierte Positionierung und wirklich eine Neukundenakquise, eine proaktive, wo man wirklich sagt, man kann planbar Umsatz generieren oder Wachstum generieren, sondern es war halt eigentlich immer ja aufgrund vom Wachstum von den Bestandskunden, aber jetzt eher zufallsbasiert und nicht sehr planbar und strukturiert im Akquiseprozess.